Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? 5 Minuten vor Seedee-Beginn. Seedee heute wird richtig, richtig krass. Richtig chaotisch, vor allem die ersten paar Minuten. Geschenke öffnen für Levelaufstieg, Glücksei, Sternstück. Aufpassen, dass man Platz hat für 7er-Eier. Zum Beispiel jetzt muss ich Glücksei bereits zünden, der Raid. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich die Eier brüte, aber nichts erdrehe. Und dann kann ich die Geschenke öffnen. Ich hoffe, die meisten meiner Freunde öffnen dann. Aber jetzt machen wir erstmal schnell einen Alola Raichu Raid. Shiny 100 und die Arena hier. So eine problematische Arena, wo einer an der Arena wohnt und ja, es dauert eine Weile, bis ich die auf Gold bekomme. Wobei, ich habe jetzt auch schon 4/5 von der Arena, also ich war da schon fleißig. So, fertig. Schauen wir mal. $12.76, ja. $12.83. Weiter geht's, leider nicht shiny. So, 11:01 Uhr, es geht los. Ich musste gerade neu starten, wegen dem Event. Grüße gehen raus an Chef91. Er ist so schlau und nimmt sogar die 20k mit, also 10k extra. Alle Freunde wollen gegrüßt werden, dementsprechend warten wir erstmal, bis alle durchkommen. Grüße gehen raus an Erdregen Burrito. Grüße gehen raus an Go Misty, einer meiner Mitglieder. Grüße gehen raus an RGBG Manolito. Grüße gehen raus an Bäcker Joe. Yo. Grüße gehen raus an Leandro. Wir hatten übrigens genau ungefähr 230 Millionen. 229 und 800.000 oder sowas. Das war's? Digga, macht die Geschenke auf, Leute. Ich warte auf euch. Grüße gehen raus an Sabrina Spielt. Und hoffentlich noch mehr Leute, die öffnen. Denn ich kann nicht so viele Geschenke öffnen. Mach ein paar Shiny Checks in der Zwischenzeit. Nope. Nope. Hängt heute. Nope. Das war leidend. Ich bin jetzt 10 Minuten nicht ins Spiel gekommen. Gerade einen Glückstausch gemacht, blende ich hier nebenbei ein. Nichts Besonderes. Ein C-Day Shiny. Haben wir uns abgeglast. Hier kommen nochmal ein paar beste Freunde rein. Danke alle fürs Öffnen. Vor allem, weil ich jetzt nicht ins Spiel gekommen bin, muss ich gleich mal checken, wie viel ich dann überhaupt noch aufmachen kann, wenn ich schon alle geöffnet habe, weil hier kommen die EP rein. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Endlich. Grüße gehen raus an alle besten Freunde. Ich gehe später nochmal alle durch, weil ich habe jetzt auch schon viele weggeklickt vorhin, weil Zeitdruck und so. Sehr, sehr fleißig von euch. Vielen Dank, dass ihr alle öffnet. Ich glaube, das war's erstmal. Ich muss mal jetzt ganz kurz checken. Also von den Ultra-Freunden waren es, glaube ich, alle. Aber können wir gleich nochmal nachprüfen. Yes. Grüße gehen raus an Stone Collection. Bisschen mehr Aktivität bitte. So. Beste Freunde. Seid gegrüßt. Extreme. Grüße gehen raus. 8A Transporter. Bäcker Joe hatte ich, glaube ich, schon. Bobotier endlich nach Jagen. Ich musste sogar Einladung schicken. X-Rate-Einladung für Interaktion. Pokémon Go, Grüße gehen raus an Lukas. Wie gesagt, Manu, Schneeflocke Olga aus Bielefeld, Sandra aus Schweinfurt. Oh yo, Kien hat auch aufgemacht. Afro, da muss ich aufmachen. Okay, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muss ich noch aufmachen. 8 muss ich noch aufmachen. Sollte machbar sein. Erstmal die Eier ablaufen und dann 8. Das ist perfekt. Wir haben unser erstes Shiny. Direkt mal goldene Berge drauf. Wir haben leider nicht mehr geschafft, rechtzeitig die Eier zu brüten. Das heißt, ich habe 5 Geschenke aufgemacht, unnötigerweise ohne einen 7er bekommen zu können. Und 2 habe ich schon geöffnet, das heißt 17. 13 können wir heute noch öffnen und erst ein 7er Ei bekommen. So, erstes Shiny. Kleiner hat schon 3 Shinies. Wir brauchen noch 300 Meter, dann schlüpfen 7 Zehner. Das ist auch richtig saftig eigentlich. Mit Sternstück, das in 2 Minuten ausläuft und die 300 Meter könnten locker in den 2 Minuten aktualisiert werden. Das heißt, ich bewege mich mal nicht für 2 Minuten. So, unsere Zehner sind bereit. Ich bin echt gespannt. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas.
Ich habe während des Events jetzt einen 100er Tunnel gebrütet. Habe ich euch, glaube ich, nicht gezeigt. Aber der ist jetzt auch am Start. Da hatte ich nur einen 98er. Also auch schon sehr nice. Oh, Trattini. Nee, danke. Nicht Trattini, Mann. Und? Ah, beim Raid könnten alle sein. Ich habe mich gerade gefragt, wo alle Leute sind. Shinox 500. Wir wollen die 500 sehen. Ich muss sagen, Shinox ist aber relativ häufig in den Eiern. Ich will mich nicht beschweren, ich brauche den noch, aber ich habe, glaube, wie gesagt, der ist relativ häufig. 500? 480. So. Und? Und? Oh, Pogigon. Pogigon richtig schlecht. Aber entwickeln können wir den. Damit die Bonbons endlich mal weggehen. Hätte ich vielleicht nicht jetzt machen sollen, weil das kostet Zeit. Aber sonst vergesse ich es wieder. Ich habe auch schon viel zu viele Pogigon weggeschmissen wieder. Obwohl ich die Bonbons eigentlich bräuchte. Also die Pogigon. Nur die Körper, um die wegzuentwickeln. Und ein, zwei haben wir auch noch. Wir haben alles durchbekommen. Wir haben alle. Conflam 100 wäre nice. Für den übernächsten CD. Nee. Ich hatte das so ein Gefühl, dass noch einer da ist. Ich hatte so ein Gefühl, dass noch einer kommt. Der hätte auch wegbleiben können. Auf den hätten wir echt nicht warten müssen. So, ich check mal die EP. Wir haben gemacht 5,3 Millionen. Solide. Ein Viertel von Level 40 haben wir in einer halben Stunde gemacht. Heftig. Ey, Shiny Nummer 2. Der ist sogar relativ hoch, Mann. Digga, der ist abnormal hoch. Übrigens heute 2 Stunden. Das bringt euch nichts, weil ihr seht das Video erst danach, aber heute 2 Stunden Zeit zum Entwickeln. Check mal die IV, aber an sich ist ja egal, weil eigentlich brauche ich einen Glücks-Shiny. Okay. Aber irgendjemand wird sich darüber freuen, weil relativ hoch. Und dann wird er ja durch Glücks relativ gut. Dann muss er nicht mehr so viel pushen. Wir haben hier einen 7er. Ey. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Shiny Taurus 100. Normales Kangama, mir egal wie viel IV. Ich glaube, das war aber nur eins. Der Rest müsste noch kommen. Ja. Update. 1,5 Stunden, Hälfte vorbei. Das ist unser 4. Shiny. Nummer 3 habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Da hatte ich einfach keinen Bock, die Kamera auszupacken. Also 4 ist, ja, für mich mittelmäßig. Ich mach ja nie so viele. So. Oh. Meine Eier schlüpfen, Leute. Ich hoffe mal alle. So. Pantimos, nicht shiny. Schauen wir mal. Nicht Glücksei. Sternstück läuft noch. Nicht shiny. Schade. Sehr schade. Und? Kusilla. Unnötig. Kusilla ist auch so unnötig. Nicht shiny. Das war die Bestrafung. Dass ich schlecht über Cosilla geredet habe. Oh Mann. Ich hab Cosilla bekommen, dann habe ich schlecht über Cosilla geredet und dann habe ich noch einen Cosilla bekommen. Jetzt ein Kangama. Nicht shiny natürlich. Servus. Jo, selbst. Und? Ich wundere, dass gerne nicht klappen, oder? Einigermaßen neu. Kangama, nochmal. Alter, was ist da los, Mann? Ein kleiner Auszug, denn hier ist ein 100er gewesen. Alle sind gelaufen. Ihr hört's, ich auch. IV-Check. Saftig, 100. Und so hoch. Digga, der ist doch Level 35 oder so. Saftiger geht's gar nicht.
Lange Zeit mal wieder ein Update, Leute. Noch ein Shiny. Ich habe euch zwei, drei Shiny nicht gesehen, also am Ende nochmal ein Fazit. Ich habe ein paar Leuten Bescheid gegeben. Dimi kommt jetzt her für das Chillast. Nee, ändert nur zur vollen Stunde. Und der diesmal genau um 59. Murat ist auch hergelaufen vom alten Südfriedhof. Nur für dieses saftige Chillast. Oida, der war gar nicht schlecht. Dafür, dass es einfach so random Shiny ist. So, Zeit zum Entwickeln, Leute. Unser Level 34 100% Chillast. Dann noch ein paar Shiny zum Tauschen, falls irgendjemand haben will. Aber bisher wollte keiner ein C-Day Shiny durchentwickelt haben. Also eigentlich ziemlich unnötig, aber ich meine, wenn schon, denn schon. Vielleicht irgendwann mal will doch mal endlich einer eins haben. Ich hatte schon davor den 96er Lucky. War eigentlich zu viel mit dem. Dementsprechend brauche ich jetzt nicht irgendwie nach Lucky zu tauschen noch. Werde ich später noch machen, aber hat jetzt keine Eile. Und Shinies habe ich, seht ihr auch gleich, 9. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Wie war eure Ausbeute? Habt ihr einen Shiny bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? Das sind meine Chillast Shiny. Wir können mal kurz durchschauen, IV-technisch. Ein paar von denen waren gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, ja, der ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Einer war noch gar nicht so übel, Leute. Oder? Nee, das war schon. Ups. Ton aus. Wir sind wieder zurück. Es ist auch schon relativ spät, hab schon gegessen. Hab unterwegs noch ein paar Reden gemacht, hab noch ein paar Sachen erledigt. Den Tag noch genutzt, denn heute hat der C-Day um 11 Uhr angefangen. Bis 14 Uhr, 2 Stunden extra Zeit zum Entwickeln, also eine Stunde extra. Normal ist immer eine Stunde und diesmal 2 Stunden. Das ist auf jeden Fall sehr nett, ein kleiner netter Bonus, können Sie eigentlich immer so lassen. Die eine extra Stunde. 11 bis 14 Uhr, also die frühe Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr früh, also ich bin relativ spät aufgestanden und dann eigentlich frisch gemacht, kurz was gegessen, eine Kleinigkeit und dann auch schon direkt zum C-Day gelaufen. Also 11 ist echt früh. Finde ich aber immer noch trotzdem besser als spät, weil spät ist einfach zu spät. Man hat halt nichts mehr vom Tag. Nächster Tag ist Montag. Man will sich auch noch entspannen, ausruhen und dann auf Montag vorbereiten. Jetzt wird es schon relativ dunkel. Relativ früh, relativ dunkel. Manche müssen auch noch nach Hause fahren vom C-Day, weil sie in die nächste Stadt oder ins nächste Dorf fahren und sowas. Ja, keine Ahnung. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Allgemein und in den Tage. Ansonsten, ihr habt die Ausbeute gesehen. 9 Chinese. Für mich eigentlich schon sogar mehr als normal. Den 100 habt ihr gesehen. Super saftig. Lucky hatte ich schon davor, dementsprechend habe ich jetzt nicht viel getauscht, um Lucky zu bekommen. 100er Lucky brauche ich jetzt theoretisch auch nicht durch den 100er. Level 34, also direkt morgen, direkt maxen, nicht mal viel pushen. Das ist, saftiger geht es eigentlich gar nicht. Ja, und ich muss jetzt noch dieses Video hier schneiden für euch und dann online stellen. Und dann kann ich erst schlafen gehen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.